Hallo. Hallo. Wofür versteckst du dich? Was denkst du denn? Vor uns? Ja, natürlich. Ach, wir tun doch niemanden was. Vorsicht, ich komme. Grüße dich. Hallo. Willst du Wasser haben? Nein, danke. Okay. Ich hörte, du hast irgendwie Angst. Ja, natürlich. Können wir dir was Gutes tun? Nee. Nee, okay. Gut, also ich merke, du hast Angst. Ich gehe wieder raus, wenn was ist. Kannst du das ja sagen. Wir sind draußen am Boden. Okay. Wenn du willst, kannst du auch rauskommen. Überleg dir es, wir sind draußen. Tschüss. Ach, du musst doch keine Angst haben. Hallo, ich bin Alfred und du. Hallo. Ich heiße Maria. Alexei? Komm doch mit raus. Da haben wir ein Feuer und Essen. Ach, warst du wieder auf dem Kopf? Also musst wirklich keine Angst haben. Achso, hätte ja sein können. Tut mir leid, ich wollte dich nicht so hart reden. Soll ich mit rausgehen, Harvey? Was sagst du? Ich Na, glaube, du was hast sagst recht. Ja, ich denke, geh mal draußen gucken. Ja, die anderen, die sehen nur wild aus. Ja, das sagt der, der das Gedächtnis verloren hat. Wer hat was verloren? Wo? Wie du? Da liegen deine Vandalen. Aber wir hätten hier die ganzen Äpfel gegessen. Gibt's ja gar nicht. Oh, ich habe einen Apfel. Möchte jemand einen Apfel? Nein, danke. Wer hat denn hier wo was verloren? Sein Gedächtnis oder sowas? Also ich habe bis jetzt keins gefunden. Ich suche. Lecker Fleisch im Topf. Lecker, 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 lecker. Hat eigentlich jemand Eins nehme ich mal Bratapfelrezept im mit. Kopf? Ich würde gerne einen Nee, Bratapfel leider haben. nicht. Das Einzige, was bei mir war, Also Touristenfutter. herzlich eingeladen mitzuessen, wenn du Hunger hast, unbekannterweise mit Teddy. Danke, aber Ja, ich muss ihn übersetzen. ich habe gerade schon gegessen. Ach so. Vielen Dank für das Fleisch. Ein Stück nehme ich mir auf jeden Fall mit für schlechte Zeiten. Ja, es ist wieder Kein Potoschka-Kuh, Problem. kennst du ja schon von gestern Abend, ne? Also. Ja, gibt's morgen früh dann. Weiter, schon wieder. Potoschka-Kuh schmeckt einfach lecker. Und so gut habe ich seit 20 Jahren, habe ich seit 10 Jahren nicht mehr gegessen. Ja, ich gebe mir auch Mühe beim Kochen. Das Einzige, was es wirklich gab, war jeden Tag nur Dosennahrung, das war's. Ja, dem haben wir abgeschworen, seit unser Alfred hier ständig Durchfall bekommt.
Nur von Thunfisch. Ach ja. Guten Tag, Genossen. Guten Tag. Ah, guten Tag. Hi, ho. Was wir denn hier tun? Bitte? Was haben wir das hier zu tun? Moment, dazu muss ich aufstehen. Eli Bromberg. Guten Tag. Oh, Sie sind also Herr Bromberg. Ich habe schon viel von Ihnen gehört. Maria Bromberg. Guten Tag. Oh, das ist aber... Das ist schön. Guten Tag, Frau Bromberg. Ich hoffe nur Gutes. Guten Tag, Herr Bromberg. Major Diktarev, ukrainischer Geheimdienst. Ukrainische Spezialeinheit. Ah, okay. Zu Diensten. Sehr schön. Was treibt die Herren denn hier zum Feuer? Mir ist kalt. Sagt nicht das Feuer. Wo einfach ist das? Ah, okay. Ja, dann setzt euch dazu. Sehr gerne. Welche Einheit, wenn ich fragen dürfte? Wärmt euch auf. Die Berghut-Einheit. Spezialeinheit 3. Okay. Und Genoss. Hier trifft man allerhand Leute. Wie ich sehe, ja. Fragen Sie alle Muslime mit sich. Ich ja, nicht. Sicher. Das ist sehr deprimierend für mich. Ich bin schon seit Ewigkeiten auf der Suche nach einer Rakete. Aber ich finde diese verdammte Waffe nicht. Kann ich den Herrschaften irgendwas anbieten? Ich helfe sehr gerne. Mir geht's so weit gut. Nee, wir haben gerade gegessen. Fast. Holz. Holz wäre nicht schlecht. Ich geh mal Holz holen. Alles klar. Haben Sie zufällig noch andere in der Nähe von Libor gesehen? Schönen Tag. Juhu. Guten Tag, meine Freunde. Heute bin ich hier eine blaue Mütze gesehen. Schauen Sie dem mal. Nun, ich würde diese blaue Mütze sehr gerne aufziehen, nur das ist leider nicht in meiner Befugnis. Das dürfen nur meine Vorgesetzten. Ja. Ach so. Dann können Sie ja ein bisschen sich bei Ihnen einstellen, indem Sie eine mit... Nur meine Vorgesetzten fragen bereits alleine, aber guten danke. Tag. Guten Tag. Dann nehme ich es mir mit. Sie dürfen ruhig auch zum Feuer kommen, Sie müssen keine Angst haben, weil die hier sind irgendwie alle nett. Müsste ich die rote haben? Natürlich. Aus irgendeinem Grund. Wir essen keine Menschen, kannst ruhig herkommen, wir essen nur Kuchen. Aber falls die Menschen Fleisch haben, können sie das bestimmt gerne mir braten. Nein, nein. Ist immer in die Apokalypse. Nun, ja, ich bitte Sie bitte, das UN-Barett abzuziehen, weil das nun mal unser Signal ist, dass wir zur UNO gehören. Bitte ich Sie bitte, das abzuziehen. Ich bin zum Teil bei der UNO dabei. Und wie heißen Sie denn? Kann ich bezeugen. Major Diktarev. Kann ich auch bezeugen, das stimmt. Gut, dann entschuldige ich mich für den Kommentar. Ich kannte Sie nicht. Noch mal Holz holen. Alles klar. Den gehört nie die schöne SKS? Mir. Ey, wer hat mein scheiß Barett wieder? Ich bin das Barett runtergefahren. Meine Fresse. Maria, du musst keine Angst haben vor den Jungs, sonst setz ich doch einfach zu mir hin und ich guck schon, dass die dir nichts tun. Was denkst du, können wir den Leuten vertrauen? Mir kannst du auf jeden Fall vertrauen. Okay. Den Jungs weiß ich nicht, aber sie kriegen sonst Ärger mit mir, wenn sie mit dir was tun wollen. Jetzt muss man Verträge überprüfen. Mein Gott. Das ist echt für ein Arsch. Genosse, wo sind Sie da oben? Ja, gleich ein Set. Ja, zum Glück hat man noch keine verseuchten Vögel gesehen. Wer hat wen noch nicht Vögel gesehen? Der oben auf dem Dach hat gerade gesagt, er hat zum Glück noch keine verseuchten Vögel gesehen.
Dein Kleid gefällt mir. Achso. Das gefällt mir auch. Hey, der Bürgermeister, ich weiß, aus Düsseldorf. Was, Harry, was sagst du? Ja, ja, es ist Zeit. Ein Schwabe. Ja, jetzt so ein ordentlicher Käsespätz. Ja, wie heißen denn? Ich bin Loria. Teddy. Ich hätte wirklich nicht gedacht, ich bin Jeff. Ich habe irgendwie Halsprobleme. Ich kann einfach nicht trinken heute. Wie heißt denn dein Teddy, Maria? Maria. Das ist Harvey. Ja, ich denke mal, das wird zum Abenteuer haben sie, aber ich denke mal nicht so, wie sie Angst haben. Wie heißt denn dein Teddy? Das ist Harvey. Warum? Harvey. 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 Und Harvey hat keinen Hunger, oder? Ich würde euch gleich zu mir nein, im Moment nicht. Nee, wir haben es eigentlich nicht so mit beengten Räumen, also... Ich habe einen sehr schönen großen Schatz. Da rein, bitte. Ah, danke schön. Okay, viel Spaß. Bitteschön. Hallo. Männer auf Dach verrückt. Hallo, möchtest du auch Konflikt? Reden über... über Vögel, Salamander, komische Gespräche. Ja, da haben wir. Möchtest du Konflikt? Gern. Moment. Ja. Marie, schöne Schuhe hast du da. Wo hast du denn die gefunden? Die, die habe ich schon lange, ich weiß nicht mehr. Wo Freunde von Sven war. Ist das nur auf gelegenen Personen oder kann man damit sogar die Zombie-Viehkraft, die Zombie... ist das eben eine Frage. Aber ich denke mal, wenn man die Ursache dieser Apokalypse herausgefunden hat, dann ist es sicherlich auch einfacher, ein Heilmittel dafür zu finden. Denn wenn man die Ursache kennt, ist es oftmals einfacher, wie damals bei dieser Afrika-Seuche Ebola. Das wissen wir bestimmt auch noch. Damals. Schon sehr lange. Bäh. Komplett schlecht. Schmecken nicht, oder was? Nicht gut gewesen. Nein, schlimm war schmeißen weg. Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Da kommt jemand. Nun, also, es ist es natürlich nicht auszuschließen, aber... Okay, Sven war gegen Vibor. Man sieht sich. Tschüss. Okay. Tschüss. Mach's gut, Sven war. Ja, andersrum. Bisher weiß man nicht, von welchem Punkt aus diese Pandemie entstand. Ihr immer hier? Noch den Ort, wo sie entstand. Das ist leider das Problem. Wenn man das wüsste, dann wäre es sicherlich auch einfacher dort. Maria, warum ritzt du dich denn? Wer auch damit? Maria, das solltest du nicht wehtun. Ja, das ist sehr gefährlich. Wolltest du das hier kaputt machen oder wolltest du? Warum hast du dich hier jetzt Aua macht? Die Sonne geht gleich unter. Aber wie gesagt, ich muss das machen. Jeden Tag. Du blutest ja. Du hast dich ja geritzt.
aber einen speziellen Patienten... Warum sagt denn Harvey, dass du das machen musst? Wenn es in Menschenreich kommt, dann sollte man theoretisch nachverfolgen... Ich weiß nicht. Dieser Patient, ich weiß nur, dass Harvey mich beschützen will. ...sehr wahrscheinlich hingerafft hat wie alle anderen dieser untoten Menschen. Na, ich glaube, da musst du Harvey aber eine Axt in die Hand geben. Wie Sie wissen, gibt es diese Pandemie eben... so eine kleine. Und selbst die USA haben schwer damit zu kämpfen. Da ist aktuell nun mal in keinem Land mehr. Guck mal, die Sonne, gleich ist sie weg. Ja gut, ich meine, die USA hat generell schwer mit allem zu kämpfen. Weil die USA sich halt auch zum Ziel gesetzt hat, mit allem kämpfen zu müssen. Das war damals schon. Hallo. Heute wahrscheinlich nicht anders. Hallo. Na, ich denke, die Sichtweise dieser, wie ich das sagen muss, ein wenig ignoranten Amerikaner hat sich wohl kaum in der letzten Zeit geändert. Und ich denke mal, deren Ansichten wird in Zeiten dieser Pandemie sich nicht geändert haben. Klar, da liegen sie. So, ich bin gleich wieder da. Ich muss schnell was leben gehen. Soll ich dir zur Hand gehen? Nein. Schön sehen. Maria, kann ich dir vielleicht... Ah, Moment. Nun, es ist wirklich geil, es ist auch niemand gestorben, das habe ich soweit mitbekommen von meinen Kameraden. Aber ja, klar. Was mich interessieren würde, warum ihr Sheriff denn so durchgedreht ist, das ist für mich absolut nicht verständlich. Ich würde dann nachher weitergehen, es gibt ein paar alte Kameraden, die waren mit ihm sehr gut befreundet. Ja, wir können ihn gut einschätzen. Ich kannte einen dieser Kameraden. Das ist nicht Harvey, nimm es weg! Ich kannte. Er ist seit einer Zeit tot. Aber Teddy, schön. Nun, habe ich Verständnis nicht für, habe. Jeder muss in sein Bruder ist gestorben. Mit... Harry, ja, das sein habe ich mitbekommen von ihm selber. Jeden mitgehen lassen, dem was tut. Nun, naja. Ich habe dafür vollstes Verständnis, aber wenn diese Person nicht mit seinen psychischen Schwierigkeiten, die für die ich Verständnis habe, zurechtkommt, dann ist diese Person nun mal eine Gefahr für die Allgemeinheit und dann muss sie sich tut mir leid, das zu sagen, ausgeschaltet haben. Diese Gefahr. Nein, auch nicht, Harvey. Ist richtig. Du bist aber weg. Ich denke mal, dass in dieser neuen Welt die alten Gesetze nicht mehr gelten. Okay. Marie, selbstverständlich, aber das wurde Allgemeinheit selbstverständlich weiterhin ein wichtiger Faktor, um hier zu überleben. Okay. Wäre dir nicht was für dich? Nein, danke. Ich trage nur Cappies. Wenn wir uns nicht in dieser Welt anpassen, dann verschlingt sie uns. Und ich eben diese Anpassung meine ich damit. Tja, fressen oder gefressen manche werden. Gehen diese Anpassung ein und andere gehen die Anpassung auf andere Weise ein. Und jeder, der sich nicht fügt, tja. Eben nichts anderes möchte ich damit ansprechen, dass der Sheriff sich, wenn er das doch so gut weiß, sich entweder unter Kontrolle bringt oder er wird selber wissen, dass er irgendwann mal, naja, selber eine Kugel im Kopf haben wird, wenn er sich nicht anpasst. Denn irgendwann wird er die Kugel kriegen, aber jetzt hat er es noch nicht. Bis jetzt lebt er noch. Und ich denke mal, das wird noch so eine Zeit so bleiben. Ja, das ist ja sehr schön, nur wenn die Person... ja auf andere Leute sinnlos schießt, dann muss man sich daran beteiligen. Soldat, ich möchte jetzt nicht mehr darüber reden. Gut, bitte, das ist Ihre Entscheidung. Das Einzige, was ich hören will, ist, ja, wo ist Sir, nichts anderes. Ist ja, weder mein Vorgesetzter noch sonst jemand. Ich bin aber der Ranghöhere zur Zeit. Ich würde schon mitkommen. Ja, wir müssen noch hier ein bisschen, nach Waffen suchen, weil... Oh!
Ja, ich würde warten. Ich würde warten bis in nächsten Morgen. Vielleicht liegt da was anderes rum. Ich weiß es ja nicht. Vielleicht liegt da irgendwas rum, was wir übersehen haben. Keine Ahnung. Nee, wir haben da von Städten im Norden. Da jetzt siehst du aber hübsch aus. Städte im Norden. Ja. Ich schick. Wie gesagt, nur eine Frage, du kannst doch gerne. Ja, sehr toll. Zähl nur weiter, du hast das geredet. Nee, ich sagte, wie du magst, ne? Also wir brauchen halt so ein Filzrohr noch. Ja, wie soll die Arme hier Hirsche schießen, wenn sie kein Schiefernrohr hat? Ich verlasse Schöne ungern, aber ich muss meiner Pflicht als UN-Soldat nachgehen. Man sieht sich später. Auf Wiedersehen, Kameraden. Jo, bis später. Tschüss. Also, Manjana. Tschüss. Wo kriegen wir so einen Scope her? Ich müsste mal, was soll ich jetzt machen? Scheiße. Scheiße. Ich weiß vielleicht, wie ich an so einen Scope rankomme. Kommt halt drauf an, was für eine Art von Scope. Ob es ein Long Range oder eher so ein kleineres, so ein älteres ist. Ja, so, sowas hier, so, guck du. So ein Long Range. Also ein Long Range. Aber nur auf legale Weise, bitte. Natürlich, ist alles in Ordnung. Alles in Waffen wegsteckt. Alfred, Moment, du stotterst mich hier mal kurz von hinten an. Personen. Wir haben uns schon getroffen, mein Freund. Eli Bromberg. Alfred ist Neumann. Noch hier. Tja, dann mache ich es nochmal. Major Diktarev, ukrainischer Geheimdienst. Ah, ich erinnere mich. Genau. So viele Leute hier am Tag. Ja, ist klar, dass man dann öfters nachfragt. Hallöchen. Guten Tag. Guten Abend. Bromberg, hallo. Ach, Silber. War wohl. Ich bin auch wieder da. Oh, wir kriegen Haufen. Silber war wohl ein Sheriff. Wegen Maria. Maria reden mit Teddy. Sheriff? Maria da in der Ecke. Okay. Hallo. Hallo. Maria brauchen Hilfe, auch Kopf kaputt. Reden mit Teddy. Vielleicht Sheriff helfen. Ich würde Sie bitten, Maria in Ruhe zu lassen. Sie steht unter meinem persönlichen Schutz. Ich habe gar nichts vor mit dir. Ich wollte nur fragen, ob alles in Ordnung ist. Ich werde nichts tun. Aber ich kann gar nicht trinken, also, aber ja, was ist das? Ich bin ja total überrannt. Was ist denn hier los? Server! No!